Es geht los, so, jetzt. Nicht Ruben gegen Dafu, sondern Beißel gegen Baby. Ja, sehr komische Picks von Ruben und Dafu. Geht das da noch um was? Nee, Beißel. Oh, warte, wenn Beißel verliert. Nee, wir wollen ja. Hallo. Da haben wir doch schon. Ja, wir wollen gerade gucken hier. So. Ich weiß nicht, wenn Beißel 2-0 verliert, dann bist du noch weiter. Steht ja, dann, also weiter bin ich ja so oder so. Ja, aber dann bist du Winners, oder nicht? Weil dann steht da 9-6. Theoretisch, ja, weil er gegen Scouty verloren hat. Wenn Beißel verliert, bin ich ein Winners, ja. Und, glaubst du, das wird was? Wow. Ja, ich glaube, Levi ist in seiner Glanzphase. Heute kann das wohl. Heute auch Playercam. Aber eben auch schon Playercam. Hat man meine Reaktion gesehen, nachdem ich gegen Flora komplett auf die Fresse bekommen habe. Oh. Stimmt. Oh, hast du das gesehen? Er stand einfach nur da und Levi ist reingerollt in den Upsmash. Guck mal, wie Beißel guckt. Der genießt das. Also weißt du, er muss einfach im Let's Shop keine Gehirnzelle benutzen. Nee. Ken liegt da, F-Smash ist aufgeladen. Ich sage auch, wie es ist, wenn man gegen so einen Spieler wie Beißel spielt und nicht das Duckhand-Matchup kennt, ist harter Tobak. Ja, man muss auf jeden Fall schon wissen, wann man die Ken schäden muss. Ja, du musst vor allem auch echt einfach... Wie die Ken fliegt, dass man selber die Ken auch umdrehen kann. Ja, und ich finde halt auch einfach so ein bisschen so Interaktion, so... wie du wirklich gegen Frisbee vorgehst, weil eigentlich willst du ja nicht jedes Mal darüber springen oder so. Und du musst dann halt auch dran gewöhnt sein, dass du noch recht lange, selbst wenn die Frisbee liegt, halt noch eine Hitbox rausschmeißen kann und so alles. Naja, stimmt. Vor allem an der Ledge, so damit, wenn ich Lucina spiele, kann ich damit super Two-Frame. Ja, wenn du den Inkling spielst, kannst du einfach unter das Frisbee durchrennen. Ja. Aber das habe ich nicht einmal geschafft. Ich bin einfach rübergesprungen und dann lag es halt da und dann konnte auch die Ken nicht benutzen. Also eigentlich hat er dann zwei Projektile inaktiv gemacht. Ja. Oh. Ich finde auch, Duckhand ist so ein Charakter, wenn man jetzt nicht so einen Charakter spielt wie Fox oder solche anderen wirklich rein Winning-Matchups, hilft es auch sehr wirklich, wenn man den irgendwie gut edge kann. Zum Beispiel, wenn ich Lucina spiele, fühle ich mich mit dem echt immer recht wohl. Das war knapp. Ja. Und schon wieder die Rolle von der... Und schon wieder Get-Up und dann Rolle. Aber Levi ist sichtlich genervt davon. Ja. Was heißt? Oh, davon ist er vielleicht noch genervt. Ich hoffe, man hat den Schlag nicht gehört. Da wurde gerade geraged. Sometimes it's be like this. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass Levi seinen eigenen Controller nie repariert. Sollte er mal machen. Ich glaube, da ist... Glaube ich auch. Ich glaube, da ist Input-Delay drin. Aber du kannst überlegen, dadurch kann er seinen Controller immer spiken, weil er sie einfach reparieren kann. Weißt du, er könnte jede Woche einen Controller spiken, würde immer mit einem clean neu lang. Ich habe gehört, er hat immer einen Rucksack dabei mit 3 identischen Controllern. Ja. Nur für den Fall, dass er eine aus Versehen runterfällt mit Wucht. Ja. Und deswegen, also, wenn man Controller braucht, nochmal einen kleinen Shoutout an Levi. Hat sich gemacht über die Jahre. Ich weiß noch damals, als er beim Nitz in der alten Location angefangen hat mit Modding so. Wo ihn sie erstmal nur Buttons, glaube ich. Ja, erstmal nur Buttons. Nee. Ulrich angefangen hat es damit, dass er seine Sticks immer so abgenutzt hat, weil er beim normalen Movement immer so über den rumkratzt. Ja. Weil er sieht aus, als würde er ganz halt mashen, wenn er ganz halt nochmal spielt. Aber wenn er mashen muss, gegen Burry oder so, dann kann das nicht. Nee, aber deswegen, also Levi hat sich jetzt so innerhalb von 2-3 Jahren, ist jetzt wirklich etablierter Modder in Deutschland. Vielleicht, ich weiß nicht, ist das der größte? Nee, gibt es da einen größten? Boah, ich weiß nicht, ob Gonzo noch wirklich aktiv ist. Also für Ultimate vor allem, für wen? Ob Gonzo noch wirklich richtig aktiv ist? Ja. Ich habe lange nicht mehr von dem gehört. Ja, dann würde ich sagen, ist Levi gerade der Mann. Der Mann! Ist übrigens auch bei NRW Cup, also falls Leute. Oh, Junge. Warum macht er, was hat er denn da gemacht? Ja, hat er gemacht. Aber das war alles nur und Setup. Das Kill. Levi lockt ein. Levi lockt ein. War Guck alles geplant. An. Der hat den Killerblick. Oh. Ja, die kennt's mal gefährlich. Aber muss man halt mal mit Schild arbeiten, ne? Wenn der F-Tilt kommt. Ja. Weil, wenn du und schon wieder, hast schon wieder die Rolle. Das waren jetzt... 4 Stocks oder 3 Stocks auf jeden Fall von Levi weiß nicht, dass wenn Duckhand die Smash auflädt, dann kann er nicht B drücken. Das weiß er nicht. Ja. Deswegen, das heißt, solange man da nicht selbst eine Attacke macht, explodiert die Can. Ja, du kannst einfach an der Can vorbeispringen und an dem Frisbee. Wenn er die Smash-Attacken auflädt, dann passiert da nichts. Ja. Deswegen, er ist ganz halt scared, denkt halt, das Projektil macht irgendwas. Und deswegen rollt er rein. Aber er kann wirklich for free da einfach springen oder Neutral Gather machen. Ja. Es gibt halt so viele Charaktere, wo. Ich finde in Ultimate, und das ist so ein bisschen das Problem, wo mich auch damals passiert getroffen hat, es kommt Edgeguard? Oh? Es gibt so viele Charaktere, die, selbst wenn die jetzt nicht so richtig high tier sind wie Duckhand, wo man trotzdem, die haben halt so viele Gimmicks, die man wissen muss, sonst verliert man halt einfach. Naja. Aber das ist halt,
da hilft es halt auch, Charaktere zu spielen, die einfach so ihren eigenen Playstyle immer eigentlich spielen können. So. Ja, vor allem Bracket hilft das. Ja, genau, das sieht man ja. Also deswegen ist ja nicht umsonst, dass solche Charaktere wie Samus oder Sonic halt kranke Bracket-Charaktere sind, weil du hast halt den Gameplan und jetzt sagen wir, gegen 90% des Cars kannst du halt den durchziehen. Mhm. Vielleicht, aber guck mal, Levi mit einem Lead. Ja, und das war das Klassische, was ich vorhin immer meinte, dass Levi halt 4 in der Ledge ist, und also an der Ecke ist, an der Kante, Center Stage aufgibt, aber dafür dann halt quasi dann reinkommt. Ja, der macht halt auch die Kill-Option, ne? Ja. Ja, also der hat, ich sag jetzt mal, diese Art von Playstyle schon fast perfektioniert. Okay, das will ich jetzt nicht so vielleicht ausdrücken, aber ist ganz gut. Oh, ganz knapp. Hätte er vielleicht spottischen können, aber ich glaube, ich habe Shield noch gesehen. Wo? Oh, oh, das kann. Ah, ich vergesse immer, dass er von Area rauskommen kann. Und der nicht irgendwie so runterfällt. Ja, ja, nicht so freefall ist, ja, ne? Ja, wie ja. Bewohner oder so. Auf einmal fast war der da so weg. Also, ha! Oh, oh, oh. Oh, oh. Das hätte was werden können. Schon wieder sehr gut grab. So, aber jetzt wird's gefährlich. Oh? Wenn er das jetzt ordentlich macht. Das macht der nicht? Nee. So auf jeden Fall. Oh. Gar nicht. Das Schöne an Duck Hunt ist, wenn man gegen ihn spielt. Ah, not like this! Ja, war geschieht auf jeden Fall. War geschieht. Naja, Libby wollte für ein Parry gehen.